Hallo, herzlich willkommen im Blog von RCKT. Heute bei uns zu Gast Thomas Jatzombek. Thomas, du bist digitalpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Habe ich das so richtig gesagt? Korrekt. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Du bist einer der wichtigsten Politiker in Deutschland im Digitalen. Wie ist so dein Blick auf unsere Szene? Ja, wenn man mal zurückguckt auf die letzten Jahrzehnte, ist der jüngste deutsche DAX-Konzern SAP, die werden jetzt 43 Jahre alt und alles, was danach entstanden ist, kommt aus Nordamerika. Und wir haben uns in den letzten 2-3 Jahren sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, warum eigentlich noch kein globaler Leader im Internet aus Deutschland, aus Europa gekommen ist. Und insofern sehe ich die Szene, die sich hier auch in Berlin entwickelt hat, aber auch in anderen Standorten, in Düsseldorf, Trivago, um mal ein paar Leuchttürme auch zu nennen, merkt man, dass in den letzten Jahren sehr viel passiert ist und dass viele jetzt wirklich auch auf dem Sprung dahin sein könnten, Global Leader zu werden. Und wie ist das so? Du bist natürlich da im Bundestag nicht der einzige Abgeordnete, du bist ja auch Teil einer Fraktion. Und wie ist das so, wenn man dann mit Kollegen spricht, die nicht diese Nähe haben, sondern weil sie vielleicht aus dem Wahlkreis sind, wo nicht Trivago sitzt oder weil sie älter sind? Oder wie erklärst du denen dann, warum das so wichtig ist? Ich glaube, dass das Argument schon trägt, wenn man sich ja die Frage stellt, wo kommen die Jobs in der Zukunft her? Und es gibt verschiedenste Studien, die sagen, in den nächsten 15, 20 Jahren wird die Hälfte aller Arbeitsplätze durch den digitalen Wandel komplett umgekrempelt. Und das bedeutet, die Hälfte fällt weg und eine neue Hälfte muss entstehen. Und wie soll sie sonst entstehen, wenn nicht eben durch neue Unternehmen? Da ist auch viel vom Thema Mittelstand dabei, was traditionell ja auch ein Thema der Union ist. Viele Firmen, die auch Inhaber geführt sind, also insofern passt das eigentlich genau in all das hinein, was wir sowieso immer schon gut gefunden haben. Du bist ja schon in der Digitalpolitik, seitdem es sie gibt, mit Peter Tauber damals schon, hast das C-Netz auch mitgegründet, dessen Mitglied ich übrigens auch bin, ich bin auch CDU-Mitglied, so als Disclaimer, müssen wir unten reinschreiben. Trotzdem harte Fragen. Ich habe auch schon bei Rocket-Firmen gekauft. Ja, genau. Was würdest du sagen, was sind die größten Erfolge, die ihr in dem letzten, ja fast über einem halben Jahrzehnt jetzt schon zu verzeichnen habt als Digitalpolitiker? Ja, es sind natürlich eine ganze Breite von Themen, von Themen halt des Breitbandausbaus über Fragen Netzneutralität, Datenschutz. Und wenn man jetzt mal auf diesen Bereich der Startups guckt, glaube ich, ist der Erfolg, dass ich heute von vielen höre, dass in der Seed, in der Gründungsphase, also wo wirklich jemand eine Idee hat, dass da vor 5 Jahren ein großer finanzieller Engpass war, dass man da inzwischen ganz gut zurechtkommen kann. Das, was uns jetzt fehlt, ist Wachstumskapital. Also Firmen gibt es eine ganze Reihe, die halt vielleicht 200, 300 Leute haben, die jetzt für die nächste Phase 10, 20, 30 Millionen Euro brauchen und die sich da schwer tun, Investoren in Deutschland zu finden. Und für uns ein großer Erfolg ist, dass wir es geschafft haben, die Bundesregierung zu überzeugen, dass wir jetzt fast mit 1 Milliarde Euro staatliche Unterstützung im Bereich Wachstumskapital machen. Da gibt es einen Fonds beim Europäischen Investitionsfonds, wir machen was mit der KfW, also es sind verschiedene Programme. Und ich glaube, das wird nachhaltig diese Firmen in Deutschland binden, denn ansonsten würden die nach Amerika wandern, wo die Investoren sind. Und meinem Eindruck nach ist ja auch Teil des Problems, dass die großen deutschen Unternehmen nicht so investieren in die Szene wie jetzt vergleichsweise in Amerika. Was macht ihr da, um den Herren Vorständen das so ein bisschen näher zu bringen, dass sie ja im Grunde für ihr eigenes Wirtschaften umdenken müssen? Ja, ich glaube, da werben wir ja gemeinsam. Also da überall, wo man Kontakte hat und wo man Leute trifft, sagt, mach da mal was. Es wird sicherlich auch noch ein paar regulatorische Themen geben, wenn man jetzt zum Beispiel an institutionelle Investoren sich anschaut, also beispielsweise Versicherungen, Pensionskassen, ist immer die Frage, wie Eigenkapital hinterlegt so eine Assetklasse sein muss. Das ist jetzt schon Finanzsprech, ja, aber bedeutet eben, wenn Sie in Startups investieren, wie viel muss dann an Eigenkapital hinterlegt sein für den Fall, dass schief geht. Da ist, glaube ich, Handlungsbedarf, wo wir auch die Bedingungen verbessern können. Und wie ist das so? Wir müssen natürlich auch kurz über die Kanzlerin sprechen. In der Fraktion, da ist sie ja dann auch oft dabei. Ist es ein Thema, was ihr sehr wichtig ist, wo sie sich selbst auch engagiert? Oder ist natürlich die Weltpolitik dann doch größer und ihr bleibt die Zeit dafür nicht? Ja, also Peter Tauber und ich sind vor, ich glaube, das ist jetzt 3 Jahre her, haben wir irgendwie als junge Abgeordnete um Termin gebeten, haben die dann irgendwann auch gekriegt, sind dann zu ihr hingegangen und haben ihr digitalpolitische Themen präsentiert und das Nummer-1-Thema war eigentlich, wir müssen mehr für Unternehmensgründer machen und man muss sich besser vernetzen. Und sie hat sofort Ja gesagt und wir haben damals eine gemeinsame Veranstaltung gemacht, Lars Hinrichs war dann noch mit dabei, eine ganze Reihe andere, auch Klaus Hommels, Leute, die man wirklich weithin kennt. Und das war der Start. Seitdem haben wir bei vielen Veranstaltungen auch der Bundeskanzlerin immer wieder Gründer mit dabei, auch Oliver Samba, der im Hauptpanel auf der letzten C-Night mit Angela Merkel zusammen gewesen ist.
Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Tradition, die wir da jetzt seit 2-3 Jahren schon haben. Und sie weiß auch, dass die Zukunft der deutschen Wirtschaft bei den Neugründungen liegt. Jetzt haben wir ja neben der Kanzlerin, die scheinbar eine Digitale dann auch ist, mit Günther Oettinger einen zweiten Deutschen, der ganz zentral für das Digitale ist. Wie ist das jetzt? Er als EU-Kommissar für Digitales hat natürlich einen europäischen Blick. Wie muss ich mir die Zusammenarbeit so vorstellen zwischen Berlin und Brüssel? Wir haben manchmal den Eindruck, Günther Oettinger ist mehr in Berlin als in Brüssel, weil er macht so viele Termine hier. Er hat letzte Woche auf unserem Fraktionskongress zum Breitband gesprochen, bei verschiedenen anderen, bei der NOAA war. Also insofern, er ist da schon sehr präsent. Was ich an ihm sehr schätze, ist, dass er Digitalpolitik vor allem auch als Wirtschaftspolitik interpretiert. Und Angela Merkel hat einmal auch bei uns in der Fraktion gesagt, dass jedes Land so ein Stück weit auch immer die Kommissare bekommt, die für die eigene Wirtschaft wichtig sind. Und sie hat gesagt, Deutschland als das führende Industrieland in Europa, beim ganzen Umbruch auf Industrie 4.0, braucht am dringendsten jetzt den Digitalkommissar. Du hast gerade die Zehnheit angesprochen, der CDU, wo ja letztes Jahr in der Tat unser Chef Oliver Sam war, auch zu Gast war. Und für mich war das so ein bisschen, da hat die Politik Rocket Internet entdeckt. Würdest du das teilen oder ist das ein bisschen übertrieben? Nee, ich glaube, das ist schon übertrieben. Und Oliver Sam war sicherlich eine Figur, die sehr polarisiert, aber er ist sehr erfolgreich. Ich treffe sehr viele Leute, die hier hingekommen sind, weil sie ihn auch kennenlernen wollen und die von ihm auch inspiriert wurden, sich selbstständig zu machen, eine Internetfirma zu gründen. Und das gefällt mir. Ich glaube, wir Deutschen dürfen dann auch nicht immer nur, wir sehen häufig immer genau das Glas halb leer, also die negativen Aspekte. Und ich glaube, er ist aber jemand, der ganz maßgeblich das ganze Start-up-Geschäft da vorne bringt. Und ich wünschte mir mehr, gerade bei jungen Leuten, dass sie sich anfixen lassen. Ja, ich habe gerade mit Frank Thelen darüber gesprochen, er war in der Schule und ein 17-Jähriger hat ihm dann hinterher geschrieben, deine Präsentation war das Entscheidendste in meinem Leben bisher. Und er will sich jetzt auch selbstständig machen. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Fokus für uns als Politik, dass wir mehr Unternehmer in die Schulen reinbringen, Jugendliche begeistern und zumindest den einen oder anderen zum Gründen animieren. Denn am Ende werden wir dann erfolgreich sein, wenn mehr und mehr wirklich auch eine Firma gründen. Und das muss unser Ziel sein. Letzte Frage, Blick nach vorne. In 2 Jahren wird wieder gewählt. Glaubst du, dass das Thema digital ein ganz zentrales Thema wird oder ist es dann doch eher wieder Mindestlohn, Rente, Klima? Ja, wir merken, dass das Thema der Digitalpolitik in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat. Ich habe selber vor 20 Jahren im IT-Bereich gegründet. Ich habe das Thema im Stadtrat, im Landtag gemacht. Da haben alle eher noch darüber gelächelt. Mhm. Und so in den letzten Jahren hat das ganz schön an Aufschwung gewonnen, weil jetzt inzwischen auch alle erkennen, dass es ein wirtschaftspolitisches Thema ist. Und dass die Zukunft der deutschen Wirtschaft eben davon abhängig ist, dass wir diese digitale Transformation hinbekommen. Und deshalb, glaube ich, wird an Gewicht gewinnen, auch ganz klar in 2 Jahren. Und wird es den ersten Internetminister geben, der dann Thomas Jatzombek heißt? Naja, also ich freue mich natürlich über jeden, der einen dafür befähigt hält. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, sind da noch andere vor. Und ich glaube, es wäre aber sinnvoll, die Internetpolitik in einer Hand zu bündeln in der nächsten Periode. Denn wir haben jetzt 3 Minister, die diese digitale Agenda koordinieren. Das sind halt eben Sigmar Gabriel, Alexander Dobrindt und Thomas de Maizière. Und ich glaube, wir könnten dann noch effektiver sein, wenn es einen gäbe, der den Hut auf hat und der Mr. Internet in der Bundesregierung ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass in 2,5 Jahren genau das nach der nächsten Bundestagswahl eingerichtet wird. Okay. Vielen Dank für den Besuch. Danke. Vielen Dank.